Herzlich willkommen, Folge 12 von unserem Preview-Let's Play mit Civilization 6 und mit mir, mit Piru Parker, hier auf diesem YouTube-Kanal von Writing Bull. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ihr seht unser griechisches Reich, bestehend zurzeit aus 5 Städten. Eine sechste soll demnächst mal folgen, hier als Küstenstadt direkt am Meer. Und jetzt erstmal passiert richtig Aufregendes, denn eine große Bibliothek. Die große Bibliothek ist im Begriff, hier fertiggestellt zu werden. Und deswegen würde ich vorschlagen, gehen wir direkt in den Rundenwechsel und schauen uns an, was uns das Spiel dazu präsentiert. Wir können zwischen den Stapeln der Bibliothek von Alexandria wandeln, wo alle Fantasie und alles Wissen versammelt ist. Wir können ihre Zerstörung als Warnung sehen, dass alles, was wir sammeln, verloren gehen wird. Da ist sie. Unsere große Bibliothek von Athen ist fertiggestellt. Richtig hübsch sieht sie aus. Schön auch diese Animation, muss ich sagen. Und wir bekommen einen Heureka-Bonus, einmal auf die astronomische Navigation, auf die Eisenverarbeitung, auf den Schiffsbau. Ja, 3 Stück, sehr schön. Die Eisenverarbeitung ist das, was wir gerade erforschen. Wir hatten ja zuletzt gesagt, wir wollen die Maschinen haben, damit wir hier die Sägewerke errichten können. Und auf dem Weg dorthin müssen wir noch die Eisenverarbeitung mitnehmen. Das tun wir gerade und die ist jetzt dann auch schon nächste Runde fertig. Und das ist wirklich cool. Jetzt haben wir hier unsere große Bibliothek und hier haben wir unseren Schriftsteller, den Murasaki Shikibu. War das nicht vorher noch ein arabischer Name? Wie dem auch sei. Der hat aber doch hoffentlich dieselben Fähigkeiten. Ja, gut. Da war doch vorher noch so ein arabischer Name gewesen. Wie dem auch sei, völlig egal. Weiß nicht, woran es liegt. Den ziehen wir jetzt in die große Bibliothek und lassen ihn hier seines Amtes walten, 2 große Kunstwerke zu erschaffen. Als mein Bruder Nobunori noch ein Junge war und die chinesischen Klassiker lernte, hörte ich gern zu, während er unterrichtet wurde. Häufig fand ich selbst die Passagen, die ihm zu schwierig zum Verstehen und Lernen erschienen, erstaunlich einfach. Vater, ein sehr gebildeter Mann, bekümmerte dies sehr. So ein Pech. Warum wurdest du nicht als Mann geboren? Von Murasaki Shikibu gucken wir einmal kurz in unsere großen Kunstwerke dort. Ach, Tourismus produziert das ja dann jetzt auch schon. Und, nee, Quatsch, das ist ja das Grabtuch. Aber hier, 4 Tourismus und 4 Kultur. Und es ist erstmal nur, dass es eine erstellt worden. Der ist nämlich noch da, der große Prophet, der große Schriftsteller und kann in der nächsten Runde dann vermutlich noch einmal eine Aktion durchführen. Was bauen wir als nächstes in Athen? Wir haben noch eine Universität offen, die können wir aber einfach mit Glauben kaufen. Das machen wir mal. Schauen, wie sich das hier präsentiert. Ein Heureka-Bonus für die Astronomie. Und jetzt ist hier auch eine Universität in unserem Campus-Distrikt. Immer noch müssen wir uns für ein Bauprojekt festlegen. Weitere Bezirke stehen jetzt erstmal nicht zur Auswahl, denn dafür brauchen wir erstmal wieder ein bisschen Bevölkerungszuwachs hier. Dann nehmen wir jetzt mal das Amphitheater, um dort dann auch bald noch weitere große Literaturwerke unterzubringen. 7 Runden soll der Spaß dauern. Und hier in Ephesus ist ja ebenfalls ein Handwerker fertiggestellt worden. So, wir hatten uns überlegt, dass hier vielleicht ein Bezirk hinkommen könnte. Wir hatten, glaube ich, in Erwägung gezogen, dort eventuell ein Industriegebiet unterzubringen. Schauen wir mal, was wir hier Sinnvolles mit dem Handwerker tun können. So, den Bogenschützen lassen wir mal heilen eine Runde. 66 Lebenspunkte hat er jetzt. Und auch in
Oh, jetzt erstmal in Korinth wählen wir ein neues Bauprojekt. Da könnten wir ebenfalls eine Universität in Angriff nehmen, aber da haben wir noch nicht genug Glauben für. Da müssen wir 2 Runden warten. 420 haben wir jetzt, 22 machen wir pro Runde. 450 kostet das. Dann gibt es in Korinth, ich schlage vor. Ja, was schlage ich denn vor? Eine Akropolis. Hier auf diesem Feld. Ich möchte dieses Kupferfeld nicht zerstören. Auf diesem Feld eine Akropolis. Wodurch kriegt die Akropolis noch gleich Nachbarschaftsboni? Durch Wunder, Bezirke und ein Stadtzentrum. Nichts davon können wir hier erst einmal liefern. Aber besser als gar keine Akropolis. So, und in Ephesus bauen wir dann mal ebenfalls ein Amphitheater erst einmal. Oder sollen wir schon ein Industriegebiet hier in Auftrag geben? Nehmen wir mal das Industriegebiet. Das darf dann jetzt auch direkt gebaut werden. So, dann wird auch in Argos in der nächsten Runde hier ein Handwerker fertig. Alles hat seine Grenzen. Aus Eisenerz kann man kein Gold machen. Da ist wohl was dran und automatisch geht es hier gleich weiter mit den Maschinen. Die hatten wir ja zuvor ausgewählt. Hier ist ebenfalls jetzt wieder ein Handwerker erschienen. Und den schicken wir jetzt erst einmal auf dieses Marmorfeld, um das ebenfalls abzuarbeiten. Damit haben wir jetzt 2 Marmor. Das heißt, wir könnten auch eins wieder verhandeln. So, und dieser Handwerker, der kann hier diesen Dschungel roden und könnte darunter dieses Ebenenfeld freilegen. Die Frage, ob wir das tun wollen. Ich finde es eigentlich nicht so ganz sinnvoll, diese Dschungelfelder hier stehen zu lassen, nur für einen Campus. Dafür produzieren die mir nicht genug, denn kommen 2 Nahrung und 1 Produktion her, da könnten wir dann lieber einen Bauernhof oder so etwas draufstellen, habe ich das Gefühl, dass das mehr bringt. Dann roden wir hier diesen Regenwald. Gibt 33 Produktion. Und hier gibt es nochmal ein großes Schriftstück. Neues Gras. Du weißt nicht einmal, wo du sprießen und gedeihen sollst. Wie kann ich ein Tautropfen in der Luft verschwinden und dich allein lassen? Die Geschichten des Prinzen Genji von Murasaki Shikibu. Und gucken wir nochmal in unsere großen Werke. Wir sind jetzt in der großen Bibliothek 2. Insgesamt plus 8 Kultur und plus 8 Tourismus. Aber. So, 66 hatte er zuletzt. Jetzt hat er 91. Tatsächlich heilt er um 5 Punkte mehr als gewöhnlich. Sehr angenehm durch diese Fähigkeit des großen Wissenschaftlers. Finde ich cool. Nehmen wir doch gerne mit. Behalten wir gerne. Und jetzt ist in Argos nochmal wieder ein Bauprojekt fällig. So, und ihr seht auch direkt an den hohen Werten, dass diese Stadt tatsächlich ein kleines Produktionsproblem hat. Ich hatte das schon befürchtet. Können wir mal schauen, ob wir das irgendwie optimieren können. Hier wird schon auf diesem Feld gearbeitet, auf diesem Ebenenhügel. Ich glaube, es ist durchaus sinnvoll, hier schnell eine Mine zu errichten. Was soll Argos denn bauen? Wo ginge denn eine Akropolis? Ach, nur dort. Nur auf diesem Hügel. Das hier ist kein Hügel. Und das hier auch nicht. Das ist das einzige Feld, auf dem wir eher eine Akropolis errichten können in Argos. Schwierig, schwierig, schwierig. Was ist hier noch los? Hier wären Hügel. Hier wäre ein Hügel. Könnte man vielleicht hier einen Campus errichten? Neben diesen beiden Bergen. Für Argos. Um dann als Nachbarschaftsbonus hier die Akropolis zu bauen. Sehr weit weg vom Zentrum.
Müsste aber gehen. Gleichzeitig kommt ja hier auch noch wieder eine Stadt hin, die ja auch ein bisschen Platz braucht. Was ist hier noch so? Hügel. Das ist kein Hügel. Ich fürchte, dann macht es in Argos vielleicht mehr Sinn, auf die Akropolis zu verzichten, damit wir hier uns produktionstechnisch nicht komplett einbremsen. Industriegebiet ergibt hier auch nicht so ganz viel Sinn. Könnte hier entstehen, neben zwei Steinbrüchen, wäre hier ein Industriegebiet vielleicht gar keine schlechte Entscheidung. Jetzt müssen wir uns erstmal mit etwas anderem zufrieden geben. Wir bauen jetzt mal erstmal einen Kornspeicher. Zu viel Nahrung kann man nicht haben. Und schauen mal, wie sich das hier entwickelt. Eine Runde weiter. Und da ist jemand interessiert an unserem zweiten Marmorvorkommen. Mit 3 Gold pro Runde allerdings finde ich doch ein bisschen wenig. Mehr hat er aber nicht. Soll er hier vielleicht ein bisschen mehr rausrücken? Wie sieht's denn damit aus? 106 scheint er zu haben. Ich gebe einfach mal Maximum ein. Das möchte er mir aber nicht geben. Dann sind wir raus. Also zu verschenken haben wir ja auch nichts. Und möglicherweise entdecken wir demnächst ja auch nochmal eine neue Fraktion. Spätestens wenn wir hier zur See fahren, sollte das doch gelingen. So, der darf hier... Ach, er könnte hier so ein Linksbums bauen. So ein Kolossalkopf hier bauen. Da würde es gut Glaubenspunkte drauf geben. Aber ich möchte mich doch lieber hier für einen Bauernhof entscheiden, denke ich. Hier einen Bauernhof und dort noch einen Bauernhof und dann dort oder dort. Später durch den Feudalismus gibt es nämlich Angrenzungsboni für Bauernhöfe. Profitieren sieht man hier jetzt nicht. Wenn wir mal einmal so schauen. Da steht es nämlich. Bauernhofmodernisierung erhalten plus 1 Nahrung. Für jede angrenzende Bauernhofmodernisierung, wenn 3 Bauernhöfe aneinander angrenzen. Dann bauen wir jetzt hier einen Bauernhof. Und hier bauen wir nochmal einen zusätzlichen Steinbruch. Für die Produktion in Argos. Und ein Gesandter darf geschickt werden. Nach Jerusalem, dann würde es nochmal 2 zusätzliche Glaubenspunkte in jeder heiligen Stätte geben. Wie viele Punkte hat denn der Suzerän im Moment gerade? Der Suzerän Amerika? Er hat dort 3 Gesandte gerade drin. Dann schicken wir da auch einen hin. Vielleicht dann demnächst noch einen 4., um dort ebenfalls Suzerän zu werden. Und dann gehen wir eine Runde weiter. Wir haben inzwischen auch genug Glaubenspunkte gesammelt, um in Korinth war es, glaube ich, die Universität noch zu kaufen, ganz genau. Da gibt es nochmal einen Heureka-Bonus auf den Druck. Ach Quatsch, auf den... Doch, das war der Druck, oder? Schauen wir mal kurz rein. Wo ist der denn? Ganz hier unten. Ja, tatsächlich. Für 2 Universitäten gibt es einen Heureka-Bonus und... Die verbotene Stadt könnte damit gebaut werden. Gibt nochmal einen zusätzlichen Joker-Politikplatz. Richtig cool. Muss auf flachem Land gebaut werden, das an das Stadtzentrum angrenzt. Wäre da in Athen noch ein Platz übrig. Vielleicht aber bauen wir den auch mal woanders. Olympia. Hier vielleicht. Das wäre doch eine Idee. Wir mal im Hinterkopf behalten. In Olympia ist jetzt auch ein Händler fertig geworden.
Und wir haben ja zwei Stadtstaaten, die gerne eine Handelsroute mit uns haben möchten, nämlich einmal Preslav. Gibt es auch plus 9 Gold, das ist ja gar nicht mal übel. Und es war nicht Laventa, nein, das möchte, dass wir ein Lager bauen, sondern Jerusalem. Da würden wir dann nochmal einen Gesandten kriegen und könnten dort zum Suzerän werden. Was kriegen wir von Jerusalem? Plus 3 Gold und 2 Gold, 2 Glauben. Vom Gold her wäre Preslav natürlich lukrativer, aber die Idee hier einen zusätzlichen Gesandten zu bekommen in Jerusalem durch Erfüllung der Quest ist natürlich sehr reizvoll, um dort zum Suzerän aufzusteigen. Deswegen nehmen wir Jerusalem. Oh, und jetzt sind wir sofort Suzerän. Offensichtlich. Ich dachte erst, wenn die Handelsroute abgeschlossen wäre. Aber nein, wir sind jetzt sofort. Wir haben nämlich, ihr habt gesehen hier, dass sofort die Sichtweite hier jetzt sich hier aufgeklärt hat. Und gucken jetzt hier kurz einmal rein in die Stadtstaaten. Ja, wir sind Suzerän. In Preslav ist noch keine Suzerän. Das nehmen wir als nächstes in Angriff. Und übrigens sehr erfreulich, schaut mal, der Kongolese hat uns richtig lieb. Das ist ja toll. Mal gucken, ob wir irgendwas Tolles mit ihm handeln können, jetzt da er uns mag. Wir könnten ein Abkommen aushandeln. Gold pro Runde. Wie viel hast du denn? Nur 3? Das ist ja blöd. Ich hätte gerne mehr. Sieht nicht gut aus. Nö, dafür gebe ich dir meinen Marmor nicht. Das klappt nicht. Sollen wir ihm trotzdem mal eine Delegation schicken? Einfach nur, um ihm nochmal zu sagen, wir finden dich total super. Das machen wir mal. So, Zugriffsstufe hier für den Gossip ist im Moment eingeschränkt. Können wir mal so ein bisschen gucken, was wir hier so sehen können. Sehen, welche Allianzen, welche Regierungen, Denunzierungen, Stadtgründungen es gibt, Handelsabkommen. Und mit der nächsten Zugriffsstufe würden wir sehen, welche Bezirke gebaut wurden, welche großen Persönlichkeiten rekrutiert wurden, geheime Agenten enthüllt wurden. Ach, die würden dann enthüllt werden. Hier, eine versteckte hat er hier. Also so wirklich viel Spannendes sehen wir hier noch nicht. Hier sehen wir, warum er uns so gerne mag. Wir haben hier eine Delegation geschickt, okay. Freundschaftstreffen, diplomatisches Versprechen an sie haben wir gehalten. Und wir haben ja auch unsere Religion da drin ausgebreitet. Das kommt hier gar nicht so richtig zur Geltung offensichtlich. Bin mir aber sicher, dass das mit eine Rolle spielt. Und offene Grenzen haben wir, ach ja, richtig, hatten wir mit ihm verhandelt, stimmt. Ist klar. So, was haben wir hier? Den wollen wir nicht da oben hinschicken. Nein, nein. Dieser Handwerker, der soll mal... Was kann der machen? Der könnte auch diesen Dschungel hier einmal roden. Und auch dort soll der Dschungel gerodet werden hier, damit wir als nächstes dort eine Mine bauen können. So, und in Olympia ist ein Projekt fertig geworden. Das Handelszentrum hatten wir dort gebaut. Und da gibt es jetzt einen Siedler. Der Siedler, der hier eine Stadt bauen soll. Den geben wir jetzt in Olympia in Auftrag. Und in der nächsten Runde ändern wir die Politik, damit wir zusätzliche Bonus auf Siedler bekommen. Wird irgendwo jetzt gerade ein Handwerker gebaut? Nein. Das sieht nicht so aus, genau. Das heißt, diesen Handwerkerbonus, den können wir dann auch wieder rausnehmen und nehmen stattdessen den Siedlerbonus mit rein. Das machen wir gleich in der nächsten Runde. Kongo hat gerade eine fremde Delegation empfangen. Die scheint aus Griechenland zu stammen. Ach. Und? Das ging zu schnell. Ich stelle mir die ganze Welt als eine große Maschine vor. Maschinen werden nie mit Ersatzteilen geliefert. Sie kommen immer mit genau den Teilen, die sie brauchen. So, eine neue... In der Demokratie zählt die Entscheidung des Volkes. Im Feudalismus entscheidet der Herrscher über sein Volk.
Eine neue Technologie und eine neue Ausrichtung haben wir abgeschlossen. Viel zu tun. Erst einmal bewegen wir diesen Handwerker, der soll diesen Dschungel roden, haben wir gesagt. Und auch der hier soll den Dschungel roden. So, nun gibt es noch eine Forschung. Schauen wir mal rein. Wir könnten jetzt weitergehen und... Na, wo ist sie denn ganz? Die astronomische Navigation einmal mitnehmen, denn als nächstes wollen wir ja jetzt bald konkret unsere Küstenstadt errichten. Und damit die dann auch einen Hafen bauen kann, ist diese Technologie ganz sinnvoll. So, eine politische neue Ausrichtung. Was steht denn zur Auswahl? Hafenbezirk, Nachbarschaftsbonusse, große Admiralpunkte. Ist ein Kultur in jedem Spezialbezirk. Das klingt interessant. Was hätten wir hier? Plus zwei Wohnraum mit drei Spezialbezirken. Theaterplatzbezirk, Nachbarschaftsbonusse. Ist nicht schlecht, weil wir ja viele Akropolissen gebaut haben. Und plus ein Gold durch jeden Gesandten in Stadtstaaten. Bin ich noch nicht so sicher. Gleichzeitig führt das alles hier nach Humanismus. Damit sind diese Museen möglich. Das finde ich sehr spannend. Und hier oben wäre eine neue Regierung, die auch ganz interessant klingt. Nämlich die Handelsrepublik mit insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten und mit unserer Spezialfähigkeit sogar mit 7. Plus zwei Handelswege gäbe es hier auch mit dieser Regierungsform. Brauchen wir dann auch die Söldner? Ja, die brauchen wir auch. Die werden hiermit ausgewählt vorher. Dann, was hätten wir denn dadurch? Plus ein Kultur und Wissenschaft auf internationale Handelswege. Das klingt doch auch ganz spannend. Wir haben ja zwei laufen gerade. Müssten wir aber vorher auch noch hier diese Militärausbildung mitnehmen. Das brauchen wir zwar nicht unbedingt, aber es liegt halt auf dem Weg und wir brauchen es, um weiterzukommen, in Richtung der Erkundung zu kommen. Dann nehmen wir das halt mit. Jetzt können wir noch einen Politikplatz hier wieder auswählen. Diese ist jetzt leer, vermutlich, weil irgendeine der neuen, die wir jetzt gerade bekommen haben, ersetzt wurde. Welche haben wir zuletzt erforscht? Feudalismus hat hier Leibeigenschaft jetzt bekommen. Und irgendwas ist dadurch bestimmt verloren gegangen. Welche auch immer das war. So, plus 50 Produktion für Siedler, hatten wir gesagt. Die nehmen wir jetzt mal. Und sind dann erstmal soweit zufrieden. Und dann wird hier in Olympia der Siedler in nur 6 Runden fertig. Das heißt, demnächst bauen wir hier unsere 6. Stadt. Hier an dieser Stelle soll sie stehen. Die 6. griechische Stadt, die dann eine Küstenstadt wird. Und dann ziehen wir endlich los über die Meere, um auch mal auf dem Nachbarkontinenten, den es sicherlich irgendwo gibt, einmal Hallo zu sagen und vielleicht tolle Handelspartner zu finden. Das machen wir aber nicht mehr in dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr auch in den nächsten wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut, euer Piru. Ciao.